habe ja gesagt, dass der Grundton, wenn man den spielt, dass noch eine Quinte drin enthalten sind. Ihr erinnert euch den Kontrabass, wo ich ja die Flageolet gespielt habe, die Obertöne, die Teiltonreihe. Im Mittelalter hat man eine bestimmte Zweistimmigkeit, die im Grunde noch gar keine ist. Man sagt der Organum. Das Organum ist eine Hauptstimme und eine Nebenstimme, die aber nicht selber konstruiert ist, sondern komplett parallel läuft mit der anderen Stimme. Und zwar in einer Quinte. Ja, kommt schon. Das ist jetzt eine Quarte, aber wie ihr wisst, ist eine umgekehrte Quarte. Also, das wäre eine Quinte. Das Organum tönt so. Recht mittelalterlich. Die gehen ganz stark mit Naturtönen. Ich habe hier drei Löcher, auf der Vorderseite eins, zwei und auf der Rückseite eins. Und wenn ich die alle drücke, höher geht es nicht mehr, habe ich Naturtöne drauf. Ich tue also von diesen Naturtönen her die Löcher aufmachen und sie dann entsprechend erhöhen. Jetzt tue ich mal das unterste Loch auf. Jetzt tue ich das auf der Rückseite dazu auf. Auf der Vorderseite und jetzt die Rückseite. Schon bin ich beim nächsten Naturton. Dann habe ich ganz Tonleiter drauf. Ich habe keine Zwischentöne, aber die Tonleiter kann man spielen mit dieser Flöte spielen.